als ich vor 8 Jahren Masaru Emoto in Deutschland bekannt gemacht habe, da waren am Anfang auch kaum Leute, die das interessierte. Ich habe damals die Bücher übersetzt, weil keiner die englischen Bücher haben wollte. Also ich bin es gewohnt, dass wenn eine wirklich gute Sache am Anfang ist, dass da nur ganz wenig Leute sind. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist das, worum es geht. Und hier geht es jetzt um die Luft, in der wir leben, mit der wir ständig zu tun haben, unsere Luft in Wohnräumen, in Büros, in Schulen, in Kindergärten, überall da, wo wir in geschlossenen Räumen sind. So wie hier zum Beispiel auf der Messe auch. Wir sind hier in Räumen und man kann hier noch so gute Sachen haben, man kann noch so gutes Essen haben, man kann noch so viel Energie haben oder wie auch immer. Wenn die Luft nicht in Ordnung ist, dann werden wir müde und wir fühlen uns vielleicht nicht so gut, wie es sein könnte. Und wir hatten als Aufgabe, haben wir uns 5 Problembereiche vorgenommen. Der eine ist eine Belastung von Asbest und künstlichen Mineralfasern auflösen zu können. Die zweite Aufgabe war, Schadstoffe aus Baumaterialien, die aus den Wänden ausdünsten, auflösen zu können. Die dritte Aufgabe war, die Schadstoffe, die in der Raumluft sind, Giften, die in der Raumluft sind, um die auch aus der Raumluft rauszuholen. Und das fünfte war, auch eine Lösung zu finden für Schimmel, Mikroorganismen, Pilze, Bakterien und so weiter. Wir hatten unmittelbar nach der Sanierung keine Belastung mehr mit Asbest und es war, der Formaldehydgehalt ging sofort auf unter die Grenzwerte und nach einer Woche war bereits kein Formaldehyd mehr festzustellen. Also das Wichtigste, was eigentlich für uns Menschen jetzt ansteht, ist Bäume pflanzen, Wälder wieder anlegen, Verantwortung übernehmen für Land. Wenn ich jetzt in irgendeinen geschlossenen Raum gehe, weil in mir ist das Leben auch, dann fange ich an, mit meinem Organismus diesen Raum zu reinigen. Ich nehme die Atemluft auf, über die Luft nehme ich die ganzen Schadstoffe auf und entweder mein Organismus ist stark genug, dann kann ich sie umsetzen oder aber ich muss sie irgendwie abspeichern und ablagern.